Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder beim Burger Gun Trail in Fort Boyce. Sie sehen alle aus, als wären ein bisschen schlecht, aber das ist nur die Angst vor der nächsten Etappe, die vor uns liegt. Und die werden wir jetzt mal starten. Tschüssi Leute, wir werden uns nie mehr wiedersehen. So, mal sehen. Jetzt haben wir noch eine schwere Etappe vor uns. Wir müssen nämlich über die Blue Mountains. Das wird nicht so lustig. Ich denke, wir gehen alle drauf. Das ist einfach... Weine die Ruhe. Also wir kriegen alle die Ruhe und Patty wird draufgehen. Das kann 197 Meilen ist auch nicht gerade wenig. Puh. Okay, na gut. Das wird lustig. Essen haben wir ja zumindest. Ich weiß nicht, warum wir diese komische... diesen Kontrabass nicht losgeworden sind, aber der Typ war einfach nicht da. Alter Falter. Hier sind aber viele Stops. Vermeide die Ruhe. Das wäre schon mal nicht schlecht, wenn wir die nicht kriegen würden. Weil wir können so eine Mundharmonika gebrauchen. Weil die Moral ist nicht so wirklich toll. Das ist so lustig. Wir wissen überhaupt nicht, was hier passieren kann. Das Einzige, was hier so ein bisschen in der Ferne lockt, ist hier Fischen und Fischen. Und das ist noch kurz vorm Ziel hier. Hier könnte man nochmal Gesundheit wiederherstellen. Die ist sowieso nicht so ganz großartig. Außer Julius ist immer noch schlecht drauf. Der braucht auch dringend eine Moralauffrischung. Ja. Wir sollten also hier gucken, dass wir mit den Vorräten erstmal klarkommen. Trotzdem will ich ein gutes Tempo vorlegen. Wir werden auf jeden Fall mal das Fett auftragen. Damit wir überhaupt hier irgendwo ankommen. Ja, was sollen wir machen? Das ist komplett ein Rätsel, was man hier... Mal, wir werden hier unten lang gehen. Hier wegen der Gesundheit und hier können wir noch mal fischen. Vielleicht der weniger riskante Weg. Hier scheint ja eine Überraschung nach der anderen aufzutauchen. Puh. Und hier ist es mehr unscheinbar. Vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen. Hier ist natürlich noch mehr. Aber ich weiß nicht. Wir gehen hier lang, würde ich mal sagen. Also, vielleicht ist das der Weg, auf den wir am wenigsten riskieren. Okay. Die imposanten Berge. Sieht doch schön aus, muss man sagen. Der letzte Abschnitt des langen Wegs nach Audigan führt über die wahrlich einschüchternden Gelände. Aber sieht hübsch aus. So im Winter jetzt, die Bäume hier. Und wir sind gleich alle tot. Es ist noch nichts passiert, das wundert mich eigentlich. Ein Gelbschopflund. Was immer das wieder ist. Jetzt! Ja, okay, wir können angeln. Ja, das ist überraschend. Ein kleines Angelloch ist in sich. Es ist auf keiner Landkarte oder Reiseführer verzeichnet. Also wird es darin sicher von Fischen wimmeln. Oder auch nicht. Vielleicht hat das ja auch einen Grund. Was ist denn mit der Gruppe los? Hm? Gesundheit ist eigentlich okay. Warum sind hier Fliegen? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Wir gehen angeln. Ja, wenn wir jetzt schon angeln können. Oh, wir können ja mal... Moment. Wie sieht's? So. Energie haben alle genug. Beste Gesundheit haben einen Julius. Und Jane. Julius ist am schlechtesten beim Angeln. Jane ist die Beste. Würde ich mal Jane nehmen. Also, riskieren wir mal nichts. Sicher ist sicher. So, wollen wir mal. Da bin ich mal gespannt, ob hier wirklich jetzt... Boah, hier sind ja so viele Fische. Ach, hier haben wir schon mal was. Wop. Oh.
Ah, da war ich zu langsam. Entschuldigung, Jane, das ist meine Schuld. Da kannst du gar nichts für. Oh Gott sei Dank, das haben wir. Eine Regenbogenfederelle. Jawohl, auch noch eine dicke. Oh, hier glitzert was. Ich hoffe, kein alter Schuh oder sowas. Jo, ein pazifisches Neunauge. Ein Trophäenfisch. Sehr schön, den können wir uns dann an die Wand nageln. Also nicht wortwörtlich. Jo. Eine Stierforelle. Was es alles für Forellen gibt. Und den anderen haben wir auch noch. Die Cutthroat-Forelle. Wow, das lohnt sich richtig hier. Okay, da war ich doch pessimistischer, muss ich sagen. Ein Königslachs. Haben wir schon 110 Pfund gefangen. Sollen wir noch mal riskieren? Okay, einen Köder haben wir noch, den wir opfern. So, da muss aber auch jetzt was beißen. Noch mal eine Cutthroat-Forelle. Okay, das war's. Ja, das reicht. 120 Pfund. Wir haben noch 10 Köder übrig. Damit können wir noch einmal angeln. Und Jane ist happy. Juhu! So, ach nur, wir haben nur 6 Köder aufgebraucht. Na gut, 16 hatten wir, glaube ich, ne? Ja. So. Davon bleiben übrig 95. Ist okay. Ja, ja, ja. Jetzt macht ihr keinen Stress. Jetzt muss kein Stress nicht. So, das kommt da hin. So rum, sonst fallen die Fische aus der Verpackung. Zack. Kann man auch hier nochmal umrollen, so ein bisschen. Zack. Das ist immer noch komisch. Hm. Ja, die kann man nicht drehen. Oder? Ah, das ist blöd. Klappt doch. So, dann können wir bei den Rationen jetzt auch bleiben. Bis jetzt sieht es ja noch gut aus. Alle leben noch. Oh, was ist jetzt? Julius ist nicht mehr verzweifelt. Oh mein Gott. Wie konnte das passieren? Okay. Na, Gott sei Dank. So. Jetzt. Überraschend. Also, angeln konnten wir jetzt. Da fahren wir hier lang. Komm. Wir gehen auch nur mal sicher. Ich denke mal, dass das sicher ist. Oh, da fliegt was. Lunamotten. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, ups. Unser Revolverheld ist wieder da. Ein schwieriger Schuss. Der Fettuccini-Western geht weiter. Hallo, schön euch wiederzusehen. Schön hier draußen und das Kontinuität zu haben. Oh, der kennt Fremdwörter. Ihr habt das letzte Mal, als wir uns begegnet sind, fair und ehrlich gewonnen. Lust auf eine Revanche? Wir haben leider nicht viel Geld, aber wir machen das. In diesem Spiel geht es nur um Treffsicherheit. Wer trifft am besten ins Schwarze? Ja, wir können vielleicht Julius ein bisschen motivieren. Komm, wir machen mal 20 Dollar. So. Das ist eine ansehnliche Summe.
Dann konnte man damals schon ein Haus kaufen. $20, so. Scheiße, Clint. mir ist gerade aufgefallen, dass ich deinen Namen nicht mitbekommen habe. Wie lautet also, gnädiger Herr? Clint Westwood. Nee. Ich heiße Julius. Na gut, nehmen wir das. Also gut, Partner, die Regeln sind einfach. Wir schießen beide dreimal, jeder auf ein Ziel, das weiter entfernt ist als das letzte. Wenn du triffst, kannst du sofort abkassieren oder du wettest erneut, um den nächsten Schuss zu machen. Wenn du einen Schuss verfehlst, hast du verloren. Okay. Hast du es verstanden oder soll ich es nochmal erklären? Da bin ich mir schon erschossen, ne? Ich hab verstanden. Okay. Ich fange an. Das erste Ziel ist 9 Meter entfernt. Wo weißt du das? Ja, gut. 9 Metern. Sind wir bereit? Wenn immer du bereit bist. Ich bin bereit. Hä? Gut geschossen. Willst du für den nächsten Schuss den Einsatz auf $40 verdoppeln oder bei 20 bleiben? Du kannst das Geld auch nehmen. Deine Entscheidung. Oh, wir verdoppeln. Mal gucken. Ich mag deinen Mumm. Ich bin dran. So, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas, das uns komplett verarscht. Okay. Wann immer du bereit bist. Bereit! What the f... Ich würde sagen, Pech gehabt, Freund, wenn ich an Glück glauben würde. Die Welt ist das, was man aus ihr macht, und ich musste sie ein wenig schlechter machen. Weißt du, du erinnerst mich ein wenig an meinen Bruder. Er war ein guter Junge, schlau wie ein Fuchs und gutherzig. Und dumm. Wie auch immer, reden bringt mir nichts. Ich ziehe weiter Richtung Blue Mountains. Vielleicht sehen wir uns dort. Danke, Julius. Okay, er hat plus 1 bekommen. Aber wir haben Geld verloren, du Idiot. Kann ich hier wieder rausschmeißen aus der Gruppe? Oh, Mist. Wir haben ja gar kein Geld mehr. Was ist das? Ein Grizzlybär. Oh, jetzt regnet es auch noch nicht. Das schon wieder. Linke Wollen ziehen schnell auf und lassen bald drauf Regen fallen, der den Weg überflutet. Und wir werden gleich anhalten. Weil die Achse bricht oder sonst irgendwas. Unter dem strömenden Regen wird der Boden schnell nass und matschig. Die Gruppe stapft durch den klebrigen Schlamm. Dieses Erlebnis ist völlig entmutigend, schmutzig. Die Gruppe fühlt sich langsam deprimiert und dreckig. Ich mich auch. Okay, es geht bergauf, wie man sieht. Wir haben vielleicht bald den Gipfel erreicht. Patty chaotisch freut sich über den Schmutz und findet die Schicht aus Schlamm und Dreck äußerst belebend. Ja, die Truppe, die sind nur bekloppt. Okay. Ja. Cool. Nach einiger Zeit lässt der Regen nach und der Boden beginnt zu trocknen. Die Gruppe kann weitergehen. Müsste jetzt Patty nicht eigentlich mehr Moral haben dadurch, weil sie sich freut? Ja. Ein Fuchs. Ein Kojote. Ich sah fast dasselbe. Die Gruppe nimmt sich einen Moment Zeit, um zu entscheiden, welchen Weg sie folgen soll. Jane hat Moral plus 1 bekommen. Aha. Warum? Wie viele Fische? Bessere Essen? Okay. Unentdeckter Schauplatz. Naja, mal sehen, was da passiert. Na gut, wir können eh nirgendwo anders hin. Also fahr mal. So. Da ist wieder ein Kojotenfuchs. Tier. Was ist jetzt? Haben wir den Gipfel erreicht? Was ist das hier? Hier sind gerade... Oh, shit. Ein Strauß Wildblumen ruht auf einem einsamen Markierungsstein am Wegesrand. Unter ihm ein frischer Erdhügel. Das umgebende Gras hat sich noch nicht erholt vom kürzlichen Getrampel. Etwas ist in den Stein geritzt. Worte für den, der darunter begraben liegt. Carina nähert sich ihm, liest die Worte laut vor. Ich ahne Schlimmes. Oh nein. Es steht geschrieben. Unser einziges Kind, die kleine Mary, 4 Jahre alt. Die Stimme von Carina wird sein Flüstern
als sie die letzten Worte liest. Oh nein, die arme kleine Mary. Wir hatten ihr noch Medizin gegeben. Die Gruppe verliert Moral. Aufgabe beendet. Glückwünsche für den Abschluss, zerbrechliches Denkmal. Ja, vielen Dank, da freue ich mich aber jetzt gar nicht drüber. Freigeschaltet, zerbrechliches Denkmalgrab in Schrift. Das ist ja mal ein Preis, auf den man eigentlich auch gern verzichtet, glaube ich. Das ist ja traurig. Das arme Mädchen. Du bist ein Gauner! Das sind nein, jetzt, was ist jetzt schon wieder los? Was hast du gesagt? Oh Gott. Was haben wir hier? Fähren und Brücken. Mhm. Und hier haben wir was. Hm. Haben wir alles nicht bestätigt. So. Ah, wenn einer von uns stirbt, können wir eine neue Grabinschrift machen, oder was? Ja, toll. Die kleine Mary hat ihren 5. Geburtstag nicht erlebt. Wir versprechen, sie in Erinnerung zu behalten. Und hier haben wir kläglich versagt beim Revolver schützen. Ich sagte, du bist ein Gauner! Nun, deine Mutter ist eine... Hallo? Ein bisschen Kontenance? Meine Mutter war eine Heilige! Entschuldige, das war unangebracht. Die streiten sich schon wieder. Eichhörnchen wurden gesichtet. Juhu! Ein kleines Wasserbecken befindet sich neben dem heruntergekommenen Lagerplatz. Das Wasser ist von Natur aus isoliert und direktem Sonnenlicht ausgesetzt. Es könnte also warm genug sein, um darin zu baden und die Hygiene wiederherzustellen. Hm. Naja. Scheint nichts Negatives zu sein. Dann machen wir das mal. Wir waschen uns mal. So, okay. Hygiene plus 1 Moral hat dazu genommen. Das ist gut. Dann ist die bei Julius auch nicht mehr so runter. Carina, okay, die haben sich gestritten. Aber es ist nicht mehr 1. Hygiene sind jetzt super eigentlich. Okay, dann sieht es essenstechnisch aus. Hm. Wenn wir eine Mundharmonika hätten. Wie soll man denn das Ding hier eigentlich noch? Reiseführer. Oh. Den könnten wir ja mal benutzen. So. Die ist ausgemaxt. Das kann sein, dass einer von den beiden wieder gehen wird. Deshalb würde ich das lieber Jane geben. Denn wenn Julius abhaut oder Carina, weil die sich gerade wieder streiten, haben wir gar keine Wegfindung. Dann gebe ich lieber Jane, dann haben wir uns eine mit 3. So, und dann haben wir hier noch wieder ein bisschen Platz. Vielleicht müssen wir auch nochmal mit dem Essen gucken. Das vielleicht doch nochmal was runter machen wegen der Moral. Und hier kriegen wir auch nochmal... Komm, wir machen mal ein bisschen Sparflamme. Hier ist unbekannt. Hier ist unbekannt, ne? Gut, ist egal. Wir fahren dahin. Oh, da haben wir es wieder. Oh, ich habe einen Elch gesehen. Autsch! Jane stolpert über eine kleine Unebenheit auf der holprigen Erde und liegt plötzlich im Staub. Sie hat etwas Schmerzen, aber steht wieder auf und läuft weiter. Tapfere Jane. Oh, shit. Der Wagen ist auch wieder hin.
Was ist denn da wieder passiert? Und das Ding hier. Oh. Wir können das erstmal. Ist nicht so. Oh, da ist auch noch was. So schlimm. Das ist nicht so schlimm. Das ist noch nicht rot. Ausdauer. Oh. Hm. Hier ist ja nochmal ein Lager. Warum ist denn die Ausdauer so scheiße? Okay. Na gut, wir haben noch Kaffee. Das ist nicht so schlimm. Oh, wieder ein Bär. Ein Bär? Ein Bär? Ein Bär? Ich kann ihn nicht anklicken. Okay, wir können jagen also. Die Jagd ist ideal für diejenigen, die bereits einige Zeit in der Wildnis verbracht haben. Okay. Am besten schießen kann eigentlich Julius, aber er trifft teilweise ja nicht mal ein Scheunentor. Aber was soll man machen? Er hat den besten Wert. Oder? Also, er hat ja zuletzt ganz schön verkackt, muss ich sagen. Er muss ja einfach nur... Also, komm in den Petty, scheiß drauf. So, in dem Petty gut versteckten Fadenvolk findet er... Ist ja, na gut, ist auch egal. Verborgenes Wäldchen mit mehr Wild zum Jagen, als sie ursprünglich annahm. Hm, okay. So, jetzt wird wieder mal spannend. Mal sehen, ob wir überhaupt was treffen. Und zwei Bären erwischt. Oh, naja. 60 Pfund. Okay. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Gut, aber Felle. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oder Pelze? Eigentlich, ja. So, wie sieht es denn aus? Hm. Wir könnten hier das loswerden und nehmen dafür das Fleisch. Hm. Obwohl, naja, von dem Fisch. Wir hätten mehr hiervon, ne? Jetzt endlich. Hm. Das nimmt auch ziemlich viel Platz weg. Na, dann lieber das so rum. Fisch ist mir jetzt egal. So, dann machen wir weiter. Julius ist schon wieder verzweifelt. Alter Falter. Oh je. Eine Riesenschlupfwespe gesammelt. Nein, Caridatus nicht, nicht schon wieder. Oh nein, die hat jetzt schon dreimal alle Vorräte weggefressen. Reise nie mit jemandem, der genusssüchtig ist. Oh no. Na gut. Das ist besser. Nein, die hat unser ganzes Fleisch weggefressen, hast du gejagt haben. Toll. Carina Moral und Gesundheit. Der Rest Moral minus 1. Ja, danke schön. Jesus Maria. Oh, wieder so eine Gelbschopflund. Was immer das wieder ist. Müssen wir mal ans Lexikon gucken. Und hier können wir wieder lagern. Okay. Ja. Hm. Gesundheit. Ja. Oh. Ja. Wir könnten das schon gebrauchen. Wir kochen mal, oder? So, dann, ja, es ist bei allen ein Risiko, ne? Machen wir mal Jane. So, Jane, Schaman, kocht eine schlechte Mahlzeit, die kaum nahrhaft genug ist, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Glücklicherweise schafft sie es, eine andere Gruppe in der Nähe davon zu überzeugen, etwas von ihrem Essen zu teilen. Während ihre Gruppe nicht viel Essen erhält, ist es von guter Qualität und sättig. So rum macht es. Das geht also auch. Okay.
Ja, irgendwie hat das Charmant ja dann geholfen. Interessant, sie hat plus 1 Wegfindung dadurch bekommen. Wir haben plus 3 Gesundheit bei Jane und Patty. Die anderen plus 2 und ein bisschen Ausdauer weniger. Okay. Damit können wir leben. So, jetzt haben wir wieder Hygieneproblem. Nee, es geht. Ah, gut, bis auf Patty. Wir könnten mal was für die Ausdauer machen, würde ich mal sagen, ne? Nur einen Kaffee nehmen. So, Julius ist mal wieder komplett am. Naja. So, jetzt haben wir nur noch 160 Nahrung. Wir haben noch zweimal Kekse, die senken aber die Moral. Weil Carina alles weggefressen hat. Ja. Das sollen wir machen. Na gut, das wird noch reichen. Die rollen aber die Wölfe irgendwo im Hintergrund, ne? Wir hätten noch einmal Magenfett, aber ob das dann reicht? Klamotten haben wir auch noch, aber würde ich jetzt noch nicht einsetzen. So, wir kommen, wir fahren weiter. Und jetzt gehen wir nochmal fischen, weil jetzt wäre was zu essen wieder ganz gut. Okay, das haben wir anscheinend geschafft, hier die Herausforderung. Okay, dann können wir zumindest zu essen, wenn wir am Ziel angekommen sind. Was jetzt? Oh, hatte ich doch das Satz einsetzen sollen. Der Wagen bleibt mit der mächtigen Knacken stehen. Danke. Spiel, vielen Dank. Oh nein. Was haben wir denn jetzt? Ach du. Grüne Neune. Oh Gott, hier ist ja alles kaputt. Ja, gut. Ja. Das ist natürlich scheiße jetzt hier. Ausgerechnet rot. Wir könnten noch reparieren. Da haben wir allerdings auch nicht mehr wirklich viel. Wir können noch viermal reparieren, aber dann ist alles weg. Übel hier. Shit. Okay. Wir fahren mal weiter. Mal sehen, ob wir überhaupt noch mit dem Wagen ankommen, wenn wir da am Angeln sind. Ja. Können ja alle nix. Die können ja alle nix. Gut, nehmen wir mal Julius. Vielleicht kann da mal irgendwas. Ich weiß es ja nicht. Der ist ja eigentlich zu nix nütze. Vielleicht können wir wenigstens 4 Stunden Ausdauer. Schreinerei plus 1. Oh, immerhin. Hat das was gebracht? Nee. Gar nichts. Ja, super. Großartig. Ja, er hat jetzt ein bisschen mehr Fähigkeiten. Was bringt uns das? Patty ist verzweifelt. Oh nein. Ein Rothirsch wurde gesichtet. Immerhin haben wir einen Hirsch gesehen, Freunde. Ein Kühlerkopf. Na, wenn das nicht meine alten Reisegefährten sind. Seid ihr daran interessiert, etwas des verlorenen Geldes wieder zurückzugewinnen? Oh. Der gibt aber auch nicht auf, ne? Ja, komm. Machen. Manchmal geht es nicht um Genauigkeit oder Timing. Es geht darum zu wissen, wann man schießen muss und wann man das Feuer einstellen sollte. Wer hat das beste Urteilsvermögen in deiner Gruppe? Ich weiß nicht, ob das bei Carina wirklich so der Fall ist.
die immer alles hier wegfrisst. Na komm, hier setzen wir vielleicht mal nicht auf Risiko. Nehmen wir mal Carina. Die ist ja wenigstens satt. Wie viel bist du bereit zu riskieren? Na komm, ich habe nicht so viel Geld. Ich nehme 10. Das ist meine Zeit kaum wert, aber gut. Siehst du diese Flaschen? Ich habe in einer eine Silbermünze versteckt. Ich gebe dir 3 Versuche, um sie zu finden. Mal sehen, ob du clever genug bist, um sie zu finden. Nimm dir Zeit, ziehe zuerst, dann entscheide dich. Okay. Was weiß ich denn? Wo soll ich das wissen? Das sieht man ja noch nicht. Von welcher Reihenfolge zieht man denn eigentlich? Ich weiß das nicht. Nimm die 3, komm. Nein, versuch es nochmal. Was war das? 0 gemacht. Du hast clever gespielt. Sehr clever. Dir getroffen. Wir haben $10 gewonnen, wow. Ich habe euch mittlerweile gut kennengelernt und ich glaube, dass ich hier gute Leute vor mir habe. Ich muss mir etwas vom Herzen reden. Na, dafür sind wir ja hier. Wir sind ja der Psychologe auf dem Tracking hier. Ich reise nicht nach Westen, um Gold oder Land zu finden. Ich bin auf Rache aus. Mein Bruder Joshua wurde von einer miesen Schlange namens Kugen erledigt. Kugeln raubte Josh eine Taschenuhr und erledigte ihn einfach direkt vor den Augen seiner Frau und seines Kindes. Eine Uhr, kann man das glauben? Ja, wenn es ein Sammlerstück war vielleicht, so eine Patek Philippe oder so. Dieser Feigling Kugeln hat mir eine Kugel, einen Vater, Ehemann und Bruder getötet. Der Tag der Abrechnung für ihn wird kommen. Vielleicht sehe ich dich in Fortness Purse. Dann kannst du den Silberdollar behalten. Das ist eine Rache-Story hier. Tschüssi. Immerhin haben wir $10 gewonnen. Und $1, okay. Ja. Oh, Hasis. So, was ist hier? Hier können wir fischen. Oh, super. Sind wir doch hier halbwegs lebend angekommen. Mit kaputten Wagen und zerstrittenen Leuten und hoffnungslos und alles. Wir können für Köder anfertigen. Können wir nicht. Na gut. Ist wurscht, wir gehen angeln. Bidi, bidu. Ach, nimm mal Carina. Vielleicht kriegt sie dann einen Plus dazu. Oder so. So, mal gucken. Ich hoffe, hier haben wir hier was. Hier haben wir schon mal was. Direkt hier eine Ölsardine. Komm rein. Angel raus und wir dürfen es nicht versauen. Wir haben nicht so viel Köder. Ein Rocky Mountain Schwanzfrosch. Ja. Super. Ja, das fängt gut an. 5 Pfund haben wir. Also ein bisschen schwerer Frosch, aber wer will das denn essen? Ein Königslachs. Okay. Das ist schon ein bisschen beachtlicher. Schön, wie sich die Bäume im Wasser spiegeln. Winterlich. Was haben wir hier? Nochmal ein kleinerer Königslachs. Ne? 65 Pfund. Hier ist ja auch direkt wieder was. Hier sind mal viele Fische. Ein Buckelachs. Aha, der Quasimodo unter den Fischen. Mal alle Beine mit einem Köder. Ein Lederstiefel. Och nee. Oh. Och nee. Oh. Ein blauer Sonnenbausch. Ja, komm, nehme den hier noch. Ein Bergfällchen.
So. Ja, jetzt haben wir im Grunde eh das Maximum erreicht. Komm, das reicht. Gegen 5 Pfund. Dann haben wir noch 3 Köder. Hm, zur Not könnte man nochmal 2-3 Fische fangen. Oder die wegschmeißen. So. 90 Fische behalten. Das ist gar nicht so ein riesen Verlust von 5 nur. So, mal gucken. Ja, die haben wir noch runtergebracht gekriegt. Was ist hier? So, diesen Pistolero, die Geschichte da, ne? In the Dallas. Okay, da gibt's dann den Showdown in the Dallas. Okay. Da bin ich mal gespannt, ob wir da überhaupt mal ankommen. Na, was ist denn hier los? Thomas J. Farnham. Oh, hat er seine Truppe endlich zusammen? Diese Chaoten. Hallo, Reisende. Es ist schön, eure Gesichter zu sehen. Ja, wir sind alle fröhlich. Fast alle sind hier. Eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Dank aus tiefstem Herzen. Auch wenn wir nicht alle retten konnten, ist das ehrlich gesagt mehr, als ich je erwartet hätte. Das hätte ich auch nicht erwartet. Wir haben eine beträchtliche Belohnung für dich. Jeder von uns hat etwas gegeben. Viel Glück auf deiner Reise. Wir haben $80 bekommen, ne? Nice. Aufgabe beendet. Glückwunsch, die Peoria-Gruppe. Das waren ja alles nur Pfeifen, ne? Also, dass sie überhaupt lebend irgendwo ankommen. Oh, was ist denn das denn hier? Waschbären wurden gesichtet. Das Hinterrad des Wagens verfängt sich in einer der unzähligen Spuren des Pfades. Bleibt schnell stecken und lässt sich nicht mehr bewegen. Jetzt alle zusammen! Komm, wir haben zu essen genug. Wir entladen erstmal alles. Scheiß drauf, komm. Weiter. Fortsetzen. So, warte mal. Ja, das ist jetzt die Peoria-Gruppengeschichte, ne? Haben wir beendet. 5 Dinger haben wir noch. Ein bisschen Dollars haben wir bekommen. Na, langsam wird es hier auch wieder eng. Ich sollte man zumindest mal ein Feld noch hier reparieren. Na komm, machen wir 2. So. So, und wie sieht's hier aus? Hygiene ist bei Patty nicht so toll. Bevor es noch schlimmer wird. In der Moral können wir leider nicht viel machen. Momentan. Was ist das? Noch ein Waschbär. Aber wir haben es bald geschafft. Jetzt nicht noch irgendwo. Und die 2 sind verzweifelt, okay? Jetzt nicht noch durchdrehen. Nicht durchdrehen, Kinder. Ihr schafft das. Wir sind bald über dem Berg. Wir haben jetzt so viel geschafft. Wir sind noch vor dem Winter hier drüber. Im Oktober oder so hätte das hier schlimmer ausgesehen. Oder November. Hier ist wieder ein. Ein Wagen. Das Ziel? Okay, das Ziel. Oder? Soll jemand mit dem reden? Nö. Ah, wir sind angekommen. Okay, hier ist der Platz zum Lagern. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Die Blue Mountains sind die letzte Bergkette, die die Gruppe noch vor Oregon überqueren muss. Trotz der langen, anstrengenden Reise können die Reisenden nicht anders als vor der Majestät der Natur beeindruckt zu sein. Marcus Whitman. Okay, wunderbar, wir haben es geschafft. Wir sind hier lebend angekommen und wir haben eine Mundharmonika bekommen. Jetzt können wir ein bisschen die Stimmung wieder aufhellen. So, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin her und fürs Mitleiden. Dann bis zum nächsten Mal hier von Oregon Trail. Auf die letzten Meilen noch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.